Ich sage den Leuten immer das Gleiche. Wisst ihr, wie ihr aus dem System kommt? Wenn ihr euch bewusst werdet, was ihr seid. Und das ist der erste Schritt. Du kannst niemand ein Pamphlet vorlegen oder ihm irgendwelche Zettel in die Hand geben, wo draufsteht, was er machen muss, wenn er das nicht in sich lebt. Und Mensch zu sein und nicht Person ist eigentlich zum ersten Mal eine Herausforderung ans Bewusstsein, an mein Inneres. Und wenn ich manche Leute sehe, die sich für diese Thematiken interessieren und ich dann etwas tiefer bohre, kommt dann drauf, ja, er hat sich seit Jahren verschuldet, weil er halt einen Mercedes fahren muss und einen Fernseher haben muss, der 1,60 Meter groß ist und solche Dinge. Und man muss jedes Jahr halt zweimal in Urlaub fahren, obwohl man dort dann auch nur abgezockt wird. Und wie gesagt, ich kenne das ja alles. Ja. Dann sage ich, ja, ob das was mit Bewusstsein und mit Menschsein zu tun hat, da wage ich dann immer zu zweifeln. Also ich habe auch schon immer gesagt, alle Veränderungen, wie oft höre ich Vorträge, tolle Vorträge von Menschen, die tolle Ideen haben. Ich sage jedem am Schluss das Gleiche. Erstens Bewusstsein und zweitens, solange das Zins- und Zinseszinssystem existiert, wird es keine Veränderungen geben. Du kannst weder im Gesundheitssystem was verändern, noch kannst du vom Unternehmer verlangen, dass er mehr Leute beschäftigt, weil er so in einer Schraube drin ist von Vorschriften und Systemen, dass er gar nicht kann, selbst wenn er wollte, ruiniert er sein Unternehmen. Und beim Mensch ist es genauso. In dem Moment, wo ich nicht aus diesem System aussteige oder nicht in der Lage bin, das System zu verändern, brauche ich auf keine Änderungen zu hoffen. Weil alle denken ja, und das ist ja diese Wünsch-dir-was-Mentalität, ich wünsche mir das, und was heißt wünschen? Ein anderer muss es erfüllen. Und sei du selbst die Veränderung, sei ich, fang an, dein Leben umzustellen, weil ich werde bewusst, wieso, dann gehe ich durch die Stadt und die, die vorher auf der Demo waren für Frieden und Freiheit, finde ich dann in einem Billigkaufhaus ein 5-Franken-T-Shirt kaufen. Ja, das hat nichts mit Bewusstsein zu tun. Was tue ich da? Da unterstütze ich die Kinderarbeit in Bangladesch oder in Afrika oder sonst irgendwo. Und genauso das andere. Wie viel von denen sehe ich jeden Tag in den Billigsupermärkten? Was machen sie da? Sie unterstützen die großen Konzerne, die genau das Gleiche machen, die in Indien den Leuten das Wasser abgraben. Und da fängt Bewusstsein an, zum Bauer zu gehen. Und wenn der sagt, ja, das kostet ein bisschen mehr, dann kann ich ihn ja fragen, du, kann ich da 2 Tage im Monat helfen kommen, dass ich das mir leisten kann. Aber man will nicht Eigenleistung erbringen. Wir sind ja diese sogenannte Supermarktgeneration. Alles wird uns immer serviert, vor den Tisch, braucht nur hinfahren, Tiefgarage, Fahrstuhl, durch die Regale, buff, 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 hinein, Auto, heim, in meine schöne Wohnung, die dann im 7. Stock in irgendeinem Hochhaus liegt, wo ich einen tollen Balkon habe, setze ich mich hin und finde alles toll und schmeiße das Zeug in die Mikrowelle. Super. Ja. Aber das ist es. Und das ist auch das, wo ich oftmals dann von so Kongressen mit den Leuten gar nicht mehr reden will. Weil ich sage, du, werd dir doch erstmal bewusst, wer und was du bist. Und dann fang an, dich zu verändern. Und wenn du dich verändert hast, dann verändert sich die Welt drumherum. Weißt du, weil ich das Ganze angefangen habe. Wie oft musste ich mir so Storys anhören, du bist geldorientiert und bla bla bla. Ich war 30 Jahre Manager. Ich sage, Leute, glaubt ihr, ihr könnt ohne Geld ein Geldsystem verändern? Das ist Illusion. Ich sage, ich sehe doch alle, wie sie reihenweise umkippen, wie sie dann Schwierigkeiten kriegen. Dann können sie sich keine Informationen besorgen, weil gute Bücher kosten auch Geld. Und nicht alles ist im Internet. Dann sind wir doch mal ehrlich, wie viele Leute kennen sich denn wirklich im Internet aus und können damit arbeiten? Das sind von denen, die einen Anschluss haben, meiner Meinung nach 15%. Von meinen Zuschauern zum Beispiel, ich mache ja nicht Internet-TV, ich mache ja richtig Fernsehen. Und sowohl über das Schweizer Kabelnetz als auch über Astra in ganz Europa. Also ich kann 25 Millionen Menschen erreichen. Und dann kommen sie zu mir und dann meinen sie, es ist umsonst. Da sage ich, ja, schon Vogel. Ich sage, erstens arbeiten hier 30 Leute, die so einen Fernsehsender stemmen. Sage ich, und warum soll ich dir umsonst Sendezeit geben? Ist meine Arbeit nichts wert? Ist die ganze Technik, die hier steht, nichts wert? Ich sage, darum komme ich in, wie gesagt, 27,8 Millionen deutschsprachige Haushalte. Und dann sage ich, guck doch mal, geh doch mal in die Statistiken. Jeder Deutsche hat mittlerweile 4 Stunden und 13 Minuten täglich vorm Fernsehen. Und alle sagen, nö, ich gucke nicht Fernsehen. Das ist gleich wie, ich gehe dazu McDonalds. Nö, nö. So wachsen Umsätze jedes Jahr. Das ist halt was, wo ich ein bisschen Mühe habe mittlerweile. Mhm. Und ich kann dieses ganze Blabla nicht mehr hören. Und habe mich dann entschlossen, okay, lass die Blabla machen und wir fangen an zu arbeiten.
Mittlerweile gibt es einen Kreis von wirklich Leuten, die sich wirklich engagieren und die Dinge verändern wollen. Und dazu, was haben wir gemacht? Ich erstelle Stiftungen, ich erstelle Fonds, ich gehe in die Öffentlichkeit und sage den Leuten, was auch für das und das Projekt brauche ich Geld. Und siehe da, plötzlich sind 50.000 Franken auf dem Konto. Und Leute schreiben nur drauf Danke und tun anonym überweisen, dass ich nicht mal bei ihnen persönlich mich bedanken kann, weil das interessiert sie nicht, der Dank. Sie wollen das unterstützen, was ich tue. Weil ich jeden Abend eine Stunde im Fernsehen sitze und sage seit 5 Jahren und 1460 Sendungen den Leuten die Informationen, die ich einfach bekommen habe, ob das Gesundheit ist. Ich kreife mir an den Kopf. Es gibt mittlerweile Sonnenschutzmittel, die weder Zinkoxide noch Titanoxide noch irgendeinen anderen Mist enthalten. Natürlich sind die etwas teurer, weil natürliche Stoffe zu verarbeiten ist immer viel aufwendiger, weil die halt einfach kondensieren oder oxidieren oder einfach kaputt gehen. Da habe ich jetzt mal die Zahlen verglichen. Wir haben das beworben seit Februar. Dankeschön. Meine Liebe bringt mir gerade einen Tee. Jia Golang, auch so eine Geschichte. Ne? Warum heißt das das Kraut des ewigen Lebens? Weil es so viele Antioxidantien drin hat, dass du fit bist. Sag mir, Leute, guck mich daran, ich bin 60 Jahre alt, das interessiert mich gar nicht. Der Döb sagte von mir zu kurzem, sein biologisches Alter ist 42. Sag ich, na hurra, können wir das noch ein bisschen zurückschrauben, habe ich noch mehr Zeit. Dann schaue ich mir die Statistiken an, dann wird es dir schwindelig. Nach wie vor rennen die Leute in den Supermarkt, an den Kiosk, wo auch immer hin und kaufen den Mist. Das kostet halt nur 2,99 deine Flasche Delial Super irgendwas. Sonnenschutzfaktor 32, da bin ich mich tot. Wer braucht einen Sonnenschutzfaktor 32? Also ich hoffe, dass gerade so Leute wie ihr seid ja die Generation, die uns irgendwann nachfolgen. Und deswegen habe ich auch gesagt, wenn sie immer sagen, wir müssen alle Informationen im kleinen Kreis halten, sag ich was? Nein, alle Informationen, das ist meine Aufgabe, die gebe ich übers Fernsehen an die Menschen weiter. Und dann kann der Mensch selbst entscheiden, was tue ich damit? Was mache ich mit der Information? Tue ich die Information einfach nehmen und sage, weiß ich, Schublade, oder fange ich an, umzudenken? Und die meisten wollen nicht umdenken, weißt? Komfortzone, ihr kennt es ja. Ja, schwierig. Ja, es ist schwierig. Weißt? Oder ich fahre einen Achtzylinder, der 600 PS hat. Und den werde ich nicht vorher wegtun. Natürlich, das muss ich zusagen, ich bin kein Umweltschädiger. Ja. In meinem Auto sind Systeme drin, da kann ich gleich sagen, wie viel Sprit er nur braucht und was da hinten am Auspuff rauskommt, das kann ich fast einatmen. Weil ich einfach mit den Systemen arbeite, die ich kennengelernt habe, ob das der Fuel Saver ist, ob das die Energy Boxes, die vor dem Auto sind, ob das Cache-Systematiken sind. Vor kurzem war der Majid bei mir. Abdelaziz sagt euch bestimmt was, der Regenmacher aus Algerien. Ja. Zeigte mir sein Tacho, 510 Kilometer, 11 Liter Sprit. Ist das nicht geil? Was? Normales Auto, immer ganz normale Motor drin, weißt du? Ich sag, Leute, fangt an, mit dem Hirn zu schaffen, weißt du? Dazu habt ihr es gekriegt, wenn ihr die Sachen umsetzt. Ja. Die Dinge, weißt du? Kommt ihr, jetzt hier echt so großes Auto, sag ich, warum? Weil es mir Spaß macht. Nächste Frage. Ich rechtfertige mich nicht. Und dann sage ich den Leuten immer, wisst ihr, wann ich das Auto wegstelle? Oder zumindest den Motor wechseln lasse? In dem Moment, wenn wir begriffen haben, dass über die freie Energietechnologie sämtliche anderen Systeme überflüssig werden.